Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich danke für die Einladung und auch die Gelegenheit, heute zu Ihnen beim Future Mobility Summit sprechen zu können. Ich glaube, eine tolle Location, hochkarätiges Auditorium, viele interessante Beiträge aus Wirtschaft und Politik. Und ich glaube, das verspricht eine gelungene Veranstaltung, die den Austausch zwischen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und NGOs ermöglicht und uns sicher auch über neue Denkanstöße für die Zukunft der Mobilität gibt. Mein Thema heute: wie wir mit Innovationen der Chemie die Mobilität von morgen gestalten. Und damit möchte ich Sie in den nächsten Minuten ein kleines bisschen in die Welt der Technik und der Materialien entführen. Mobilität war ein tolles Betätigungsfeld und es ist ein tolles Betätigungsfeld. Es ist dynamisch, es ist aufregend und es ist zur gleichen Zeit technologisch anspruchsvoll. Und deswegen passt es gut zu BASF und zur Chemie. Als Firma und als Branche haben wir mit unserer Forschung sowie unseren Produkten und Lösungen Mobilität über Jahrzehnte hinweg erfolgreich weiterentwickelt und immer gemeinsam mit unseren Kunden der Automobilindustrie. Und wir bleiben nicht stehen, denn auch die Zukunft der Mobilität ist herausfordernd und komplex. Die Bedürfnisse ändern sich stetig und immer schneller, getrieben von den Ansprüchen der Kunden, von technologischem Fortschritt, aber auch von der wachsenden gesellschaftlichen und regulatorischen Anforderungen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass die zentralen Herausforderungen der Mobilität der Zukunft, insbesondere der Elektromobilität, nur mit Hilfe von neuen Ideen aus der Chemie gelöst werden können. Die Automobilindustrie und die chemische Industrie sind global in den letzten zwei Dekaden deutlich über dem globalen GDP von 2,7% pro Jahr gewachsen. Während dieser Zeit kam das mit Abstand größte Wachstum aus Asien, insbesondere aus China. Denn in der Automobilindustrie wurden im vergangenen Jahr bereits fast jedes dritte Fahrzeug in China produziert. Wir sind gemeinsam erfolgreich gewachsen. Wie wichtig die Chemieindustrie als Wachstumstreiber und Innovationstreiber für die Automobilindustrie ist, erkennt man, dass der Wert von Chemieprodukten im Auto stetig steigt. Wir rechnen auch weiterhin damit, dass die chemische Industrie mit Automobilanwendungen auch in Zukunft schneller wächst als die Automobilindustrie. Erfolgsformel hierfür bleiben gemeinsame Innovationen. Die gegenseitige Abhängigkeit von Automobil- und Chemieindustrie füreinander ist also signifikant und hat tendenziell zugenommen. Mit 280 Milliarden Euro und fast 10% des globalen Chemiemarktes ist die Automobilindustrie eine der wichtigsten Kundenbranchen für die chemische Industrie. Das zeigt sich ganz besonders bei BASF. Mit 18% unseres Umsatzes ist Automobil unsere mit Abstand größte Kundenbranche. Und damit sind wir nicht nur der mit Abstand größte Automobillieferer aus der Chemieindustrie, sondern auch unter allen anderen Zulieferern und Branchen unter den globalen Top 20. Dank unserer enormen Innovationskraft hat BASF dabei ein enges Verhältnis zu Kunden in allen Stufen der automobilen Wertschöpfungskette aufgebaut. Vom Außenlack, der direkt an den Automobilhersteller verkauft wird, über Kunststoffe für Zulieferer, zur Fertigung von Komponenten bis hin zu Reparaturlacken für den sogenannten Aftermarket. Wir werden unser Portfolio an Materialien und Services kontinuierlich, insbesondere indem wir unsere Forschung vorantreiben, uns an neue Bedürfnisse anpassen und so unser Geschäft zukunftsfest machen. Beim Thema Innovation befruchten sich Automobil- und Chemiebranche gegenseitig. Viele Entwicklungen der Chemie haben Innovationen im Automobil erst ermöglicht. Gleichzeitig treiben die steigenden Anforderungen der Automobilindustrie uns in der Chemie an, immer neue Ideen zu entwickeln. Und ich möchte Ihnen hier nur vier Beispiele einmal nennen. Leichtbau ist ein Treiber zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauches. Leichtere Fahrzeuge benötigen weniger Energie. Der zunehmende Einsatz von Kunststoffen im Innenraum und unter der Motorhaube leistet einen entscheidenden Beitrag zur Gewichtsreduktion. Die Akustik im Innenraum hat einen großen Einfluss auf den Komfort. Weiterentwickelte Akustikschäume und elastomere Elemente in den Stoßdämpfersystemen reduzieren die Geräuschkulisse von Motor, Wind und Reifen immer mehr. Das Design und hier insbesondere die Lackierung eines Fahrzeuges ist oft Emotion und Differenzierung für Kunden. Farben oder Effekte wie Metallic oder Matt müssen mit Alltagsperformance wie Langlebigkeit und Kratzfestigkeit verbunden sein. Und dazu braucht es ein breites Material-Know-how vom Farbpigment bis zum Aufbau und zu der Zusammensetzung der verschiedenen Lackschichten.
Und schließlich ist die Reduktion von Emissionen eine der aktuellen und zukünftigen Anforderungen, die in der Öffentlichkeit zurzeit höchste Aufmerksamkeit haben. Beim Thema Emissionsreduktion wird die Leistungsfähigkeit der Chemieindustrie ganz besonders deutlich. Der Schwerpunkt liegt heute gerade in Ballungszentren auf der Minderung des Ausstoßes von gesundheitsschädlichen Schadstoffen wie Stickoxide oder Partikel und Feinstaub. Bei allen ambitionierten CO2-Emissionsreduktionszielen heutzutage muss allen klar sein, dass effiziente Verbrennungsmotoren noch auf lange Zeit benötigt werden. Es ist daher ganz besonders wichtig, dass wir weiteren Fortschritt bei den Schadstoffemissionen machen. Mit der Entwicklung geeigneter Katalysatoren und Filter hat die chemische Industrie den entscheidenden Beitrag geleistet, um die Emissionen dieser Schadstoffe dramatisch zu reduzieren. So erzeugt heute ein Fahrzeug mit Euro 6 Standard nur noch ein Hundertstel der Schadstoffemissionen eines Fahrzeuges aus dem Jahre 1975. Die Katalysatortechnologie ist noch lange nicht am Ende ihres Potenzials angekommen, denn neue Entwicklungen können erforderliche Standards erfüllen. Beim Vier-Wege-Katalysator wird dem normalen Drei-Wege-Katalysator eines Benziners noch eine Filterfunktion hinzugefügt, um Partikel aus dem Abgasstrom zu entfernen. Für den Diesel bietet SCA, die sogenannte selektive katalytische Reduktion, mit Harnstoff als AdBlue bekannt und gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Filter eine Lösung für die Gegenwart und Zukunft. Das heißt, mit moderner Katalysatorentechnologie kann der Verbrennungsmotor auch weiterhin die wesentliche Brückentechnologie bleiben, die erforderlich ist, um den Aufbau und den Einsatz leistungsfähiger alternativer Systeme zu ermöglichen. Aber es kommen weitere Innovationsfelder hinzu und sie haben das Potenzial, unsere Mobilität grundlegend zu verändern. Die Chemie wird viele dieser Potenziale erneut überhaupt erst ermöglichen. Auf vier zentrale automobile Zukunftsthemen und die Bedeutung der chemischen Innovationen möchte ich im Folgenden eingehen. Nachhaltigkeit, automatisiertes und autonomes Fahren, neue Verarbeitungstechnologien und Materialkonzepte und schließlich etwas ausführlicher auf die Elektromobilität. Nachhaltigkeit ist in aller Munde und dabei wird die Nachhaltigkeit leider zu oft nur auf den Umweltaspekt reduziert. Nachhaltigkeit hat immer alle drei Dimensionen, die wirtschaftliche, die ökologische, aber auch die soziale Dimension. Das ist wichtig, denn es ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung, die Balance zwischen diesen drei Dimensionen zu finden. Ein gutes Beispiel für die Balance der Dimensionen Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit wird bei der Lackierung sichtbar. Neue Materiallösungen können dafür sorgen, dass bereits der Produktionsprozess des Fahrzeuges deutlich nachhaltiger abläuft. Insbesondere in Europa ist daher die Umstellung von Lösemittel auf wasserhaltige Lacke bereits weitgehend erfolgt. Noch immer ist die Lackierung jedoch, das wissen viele nicht, einer der energieintensivsten Schritte im Herstellungsprozess eines Autos. Es müssen verschiedene Lackschichten aufgetragen und dann bei hoher Temperatur eingebrannt werden. Nur so kann der ideale Schutz garantiert werden, allerdings mit hohem Energiebedarf. Der von BASF entwickelte integrierte Lackprozess setzt auf Materiallösungen, mit denen ein Lackierschritt eingespart werden kann. Damit verbunden ist eine 20-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen und rechnerisch kann damit ein PKW so gegenüber dem herkömmlichen Lackierprozess etwa die ersten 420 Kilometer CO2-neutral fahren. Und natürlich entfaltet diese Innovation auch einen positiven ökonomischen Effekt, denn auch die Energiekosten können natürlich um 20% reduziert werden. Enormes Potenzial für die Materialkonzepte haben 3D-Drucktechnologien. Fortschritte in der Drucktechnologie sowie bei Rechnerleistung und Software führten in den letzten Jahren zu einem starken Marktwachstum im Bereich des 3D-Drucks. Die Vorteile sind offensichtlich: Individualisierung von Bauteilen und deren Anpassung an spezifische Bedürfnisse, dezentrale Produktion nach Bedarf und ohne hohe Lagerbestände sowie eine verkürzte Entwicklungszeit durch schnelle Optimierungszyklen. Schon heute ist der 3D-Druck daher eine Standardtechnologie bei medizinischen Anwendungen, so zum Beispiel im Dentalbereich oder in der Verhörgeräte. In der Automobilindustrie wird der 3D-Druck zur Fertigung von Prototypen schon seit längerer Zeit benutzt. Für größere Stückzahlen sind die Verfahren heute aber in der Regel noch nicht wirtschaftlich. Zwei Hürden, die dem Einsatz in der Serie im Moment noch im Wege stehen, sind die geringe Druckgeschwindigkeit
und bei Kunststoffen die Auswahl von Preis von Werkstoffen mit adäquaten Eigenschaftsprofilen. Die chemische Industrie und wir als BASF haben daher in den letzten Jahren neue Materialien und Formulierungen für den 3D-Druck entwickelt und auf den Markt gebracht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dem 3D-Druck zum Durchbruch in der Massenfertigung zu verhelfen. Computersimulationen und Modeling, Materialentwicklung und enge Kundenzusammenarbeit müssen zur Verkürzung von Entwicklungszeiten zusammenkommen, um komplexe Bauteile wirtschaftlich herzustellen. Auch die Realisierung von autonomen Fahrkonzepten wird durch die Chemie unterstützt, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Entwicklung einer zuverlässigen Sensorik ist für das autonome Fahren von zentraler Bedeutung. Dafür braucht man neue modifizierte Lacke, die die Sichtbarkeit für das Signal von Sensoren anderer Fahrzeuge erhöht und diese zuverlässig reflektiert. Auf der anderen Seite haben wir Materialien und Kunststoffgehäuse für Sensoren des eigenen Fahrzeugs entwickelt, die auf der einen Seite das eigene Signal passieren lassen, auf der anderen Seite aber gegen Störsignale des Fahrzeuges selbst abgeschirmt sind. Außerdem werden wir unsere automobilen Kunden künftig bei der Realisierung alternativer, flexibler Innenraumkonzepte unterstützen, die dann möglich werden, wenn der Fahrer nicht mehr selber steuern muss, sondern anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Und ich glaube, das sieht man schon ein kleines bisschen bei dem Fahrzeug im Raum hier. Neue Kunststoffoberflächen für großflächige Touchscreens und LEDs, strapazierfähige Materialien für ein anpassungsfähiges Interieur zum Arbeiten und Fahren und weitere verbesserte, platzsparende Akustikschäume für höchste Ansprüche sind nur einige Materialien für robuste und leicht zu reinigende Innenraumkonzepte für eine Vielzahl von täglichen Nutzern in neuen Geschäftsmodellen. Auch bei der Elektrifizierung des Antriebsstranges ist Chemieindustrie mittendrin. Trotz der mittlerweile hohen Dynamik bei der Entwicklung batterieelektrischer Fahrzeuge gibt es neben dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur auch auf der Fahrzeugseite noch einige Hürden zu überwinden. Und allen voran liegt der Fokus auf einer deutlichen Kostensenkung und Reichweitenerhöhung sowie dem Aufbau einer gesamten Batteriewertschöpfungskette. Und dabei wird die Chemie eine entscheidende Rolle spielen. Um die Reichweite zu erhöhen, bietet die Optimierung der Batterieleistung den größten Hebel. Entweder an der Batterie selbst oder beim Temperaturmanagement, also bei der Kühlung und der Beheizung der Batterie. Die richtige Betriebstemperatur ist für Langlebigkeit und abrufbare Speicherkapazität von zentraler Bedeutung. Wir haben geeignete Kühlmittel entwickelt, die sowohl in Sachen Kühlleistung als auch Sicherheit höchsten Standards entsprechen. Die Reichweite kann natürlich aber auch erhöht werden, indem der Energieverbrauch von sogenannten Sekundärverbrauchern wie Heizung und Klimaanlage reduziert wird. Unsere neue Lacke beispielsweise reflektieren trotz ihrer schwarzen Farbe die Wärmeleistung oder die Wärmeabsorption. Durch die Aufheizung der Fahrzeugoberfläche, die dann bis zu 20% reduziert werden kann, nimmt Last von der Klimaanlage. Durch mehrere solcher energieeinsparenden Maßnahmen lässt sich die Fahrreichweite um bis zu 10% steigern. Eine Batterie erhöht das Fahrzeuggewicht mitunter um 500 Kilogramm. Und um Fahrdynamik und Sicherheit zu erhalten, muss das Gesamtgewicht des Fahrzeuges weiter reduziert werden. Hier kommen wieder Kunststofflösungen zum Einsatz, die aber auch noch zusätzliche Eigenschaften wie Flammenwidrigkeit oder thermische Leitfähigkeit besitzen müssen, die beim Verbrennungsmotoren so nicht benötigt werden. Der Schlüssel für einen Erfolg der Elektromobilität ist aber die Batterie selbst. Nur wenn die Batterie eine ausreichende Reichweite zu einem für den Kunden akzeptablen Preis bietet, wird sich die Elektromobilität flächendeckend durchsetzen können. Und meine Damen und Herren, die Batterie ist Chemie pur. Letztlich ist sie nichts anderes als ein kleiner chemischer Reaktor. Wie funktioniert ein Reaktor? Und keine Sorge, ich gebe Ihnen jetzt keine chemische Vorlesung, daher nur in Kürze. Lithiumionen wandern zwischen der Kathode und Anode beim Lade- und Entladevorgang hin und her und nehmen so Energie auf bzw. geben diese ab. Die abgebende Energie, das heißt der elektrische Stromfluss beim Entladevorgang, wird zum Antrieb des Fahrzeuges genutzt. Eine besondere Bedeutung hat in diesem Reaktor das Kathodenmaterial. Die Fähigkeit zur Freisetzung des Lithiums
aus der Kathode bestimmt entscheidend die Ladezeit, auf der anderen Seite dessen Aufnahmefähigkeit, die erzielte Fahrleistung und die Fahrreichweite. Die Lebensdauer der Batterie hängt davon ab, wie oft man diesen Lade- und Entladevorgang schadensfrei wiederholen kann. Mit unserer globalen Forschung haben wir uns ambitionierte Ziele gesetzt, die Leistungseigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien bis 2025 deutlich zu verbessern. So sollen die Fahrreichweite für einen Mittelklassewagen und die Lebensdauer verdoppelt, die Kosten und die Größe halbiert und die Ladezeiten um 75% reduziert werden. Entscheidend für eine Senkung der Kosten des Kathodenmaterials ist daher vor allem eine Reduzierung des Kobaltgehaltes, denn der Weltmarktpreis für Kobalt hat sich in 2017 wegen der hohen Nachfrage verdoppelt, sowie mittelfristig auch der Ersatz von Nickel gegen andere Metalle. Darüber hinaus arbeiten wir auch an Batteriekonzepten der nächsten Generation wie den Festkörperbatterien. Sie sehen, meine Damen und Herren, alle wichtigen Eigenschaften einer Batterie hängen letztlich von der Chemie ab, in der Batteriezelle. Und damit ist der Erfolg unserer chemischen Forschung auch zugleich die Voraussetzung und der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft der Elektromobilität. Von der Zellchemie nun zur Frage, wie man die Elektromobilität tatsächlich auf die Straße bringt. In der Batteriewertschöpfungskette, bereits angesprochen von Herrn Kagermann, bilden Rohstoffe und Batteriematerialien nur die ersten beiden Stufen ab. Dann entstehen daraus Zellen, die zu einem Batteriepack mit Steuerung, Kühlung und anderen Funktionen aufgebaut werden, die dann wiederum ins Auto eingesetzt wird. Diese Wertschöpfungskette muss für den erwarteten deutlichen steigenden globalen Bedarf an Batterien massiv ausgebaut werden. Die Herausforderung, vor der wir dabei stehen, ist gigantisch. Als Tesla 2014 den Bau seiner Gigafactory angekündigt hat, stellte diese mit einer jährlichen Zellkapazität für Lithium-Ionen-Batterien von 35 Gigawattstunden noch eine Verdopplung der globalen Produktionskapazitäten dar. Diese Gigafactory soll Batteriezellen für eine 500.000 Fahrzeuge produzieren. Dies entspricht allerdings aktuell nur etwa 0,5% der Automobilproduktion von 95 Millionen Autos in 2017. Bei diesem Vergleich wird klar, in welchem Maßstab investiert werden muss, wenn ein signifikanter Anteil der Neufahrzeuge voll elektrisch werden soll. Und das ist sehr, sehr kapitalintensiv. Europa muss eine eigene leistungsfähige Wertschöpfungskette aufbauen, um die Versorgung und die Wettbewerbsfähigkeit bei der Elektromobilität in einem globalen Umfeld sicherzustellen. Und dabei muss die Wertschöpfungskette zwar in Europa sein, aber nicht notwendigerweise von europäischen Unternehmen betrieben werden. Wir als BASF leisten unseren Beitrag. Gemeinsam mit unserem Partner Nornickel planen wir, einen nachhaltigen Zugang zu Rohstoffen sicherzustellen und werden auf Basis dieser Partnerschaft selbst in einem ersten Schritt 400 Millionen Euro in die Produktion von Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien in Europa investieren. In der weiteren Batteriewertschöpfungskette gibt es aus heutiger Sicht allerdings eine Lücke zu den vorhandenen Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge in Europa. Zwar arbeiten die meisten Automobilhersteller an der Produktion von Batteriepacks, die Zellen selbst kommen aber meistens noch aus Asien. Die Dimension der Lücke an europäischen Zellfertigungskapazitäten wird noch einmal klar anhand dieser Grafik. Im Moment werden Lithium-Ionen-Batterien fast ausschließlich in Asien gefertigt, vor allem in China. Für die nächsten Jahre sind dort enorme Zuwächse an Kapazitäten geplant, um den steigenden Bedarf zu begegnen. Auch in Europa und Nordamerika gibt es Pläne für neue Kapazitäten, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Die kombinierte europäische Zellfertigungskapazität wird dabei in 2020 im Bereich von 20 bis 25 Gigawattstunden geschätzt. Und das ist weniger als 10% der dann voraussichtlich in Asien investierten Kapazität. Wenn wir also einen signifikanten Anteil der 22 Millionen in Europa jährlich produzierten Fahrzeuge voll oder teilweise elektrifizieren wollen und uns nicht dabei die Zellfertigungsabhängigkeit aus Asien begeben wollen, müssen wir in viel größerem Maßstab in die Zellfertigung in Europa investieren.
Dabei spielt die Politik eine wichtige Rolle, um die richtigen Rahmenbedingungen für Forschung und Investitionen zu schaffen, damit diese Wertschöpfungskette in Europa wettbewerbsfähig werden kann. Meine Damen und Herren, die Automobil- und Chemieindustrie stimulieren sich seit Jahrzehnten in ihrer Innovationskraft. Und sie sind ganz besonders bei uns in Deutschland massiv mit unserem Wohlstand und unserem Lebensstandard verknüpft. Wir sind in beiden Branchen in Europa nach wie vor hervorragend aufgestellt, um die Herausforderungen der Mobilität der Zukunft zu meistern. Innovationen der Chemie werden die Mobilität von morgen möglich machen. Und die intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie wird sie auf die Straße bringen. Für diese erfolgreiche Realisierung der Elektromobilität ist die Weiterentwicklung der Chemie in der Batteriezelle ebenso unerlässlich wie massive Investitionen in eine leistungsstarke eigene Wertschöpfungskette für Elektromobilität in Europa. Meine Damen und Herren, wir bei BASF nennen das We Create Chemistry. Herzlichen Dank. Thank you.